Ja, willkommen zurück bei Greifer-Kampagne Onkel Shaking 2. Ich habe ja gesagt, dass ich versuchen werde, mir Kiew zu holen. Und diverse Städtchen, ja. Warum eigentlich Kiew? Naja, weil ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Burgen besitzen könnte. Und sozusagen nur die Technologie von Kiew zählen würde. Sprich, wirklich für alles, was in Kiew steht, würde die Technologie gelten. Und wenn die auf Maximum ist, habe ich 6 Burgen mit maximalen Söldnern, was ziemlich cool wäre. Ja, das ist zwar noch ein langer Weg dahin, aber ich werde das jetzt direkt mal angehen, weil ich denke, das hier, dieses ganze Gesocks hier, wird früher oder später von ihm hier annektiert werden. Er kämpft irgendwie gegen den Deutschen. Aber ich werde ihn noch ein bisschen weiter unterstützen. Den guten Mann. Nicht so, sondern werde ihm noch den einen oder anderen Vasall geben. Vor allem irgendeinen Vasall, der mich hasst. Ich wollte eben noch mal schauen, ob der nicht irgendwelche guten Fähigkeiten hatte. Nö. Der kann weg. Der kann auch weg. Wobei er recht gut ist, aber verteidigen. Ja, werde ich so oder so nie benutzen. Und tschüss. Und wen kann ich hier noch geben? Godi von Derry. Den Graf hier. Und was soll übertragen? Bürger. Und wenn ich schon dabei bin, warum nicht? Auch ihn hier. Was weg ist, ist weg. Ja, ich hoffe, du schaffst das. Von Insiorg. Ja. Du machst das bestimmt schon. Wo ist dein Hauptsitz? Hier sogar. Ach da. Naja. Ja, super. Alles klar. Der schafft das. Zack, ein Erben heranziehen ist eine letzte Option. Aber das mit dem Sohn sieht nicht mehr so einfach aus, würde ich mal behaupten. Du hast ja hier nur noch deinen Enkel. Du kannst halt höchstens irgendwie eine Konkubine nehmen und nochmal dein Glück versuchen. Aber sieht schlecht aus. Er hat auch keine Gefangenen und nichts. Marquardt. Naja. Ja, Operation Kiew. Ich will Operation Kiew starten. Meine Bedrohung ist ja weg. Sprich, ich kann das jetzt hier wirklich mal in Angriff nehmen. Ich kann auch einen großen Heiligenkrieg auslösen. Das ist ja hier Kiew mit drinne. Was steht denn da alles? Ländereien, dies, das, dies, das. Litauen, das wird auch hier diese Ländereien mit einbeziehen. Das sind jetzt zwar nicht so viele. Die beiden. Das alles hier. Plus das. Plus das. Okay. Ja, vielleicht solange er noch da am Zerbrechen ist, mache ich das mal. Auf geht's. Für Tür. Dum, 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 dum. So, ich sammle mal die Truppen. Ganz geschmeidig. Irgendwie hier so. Und dann alles, was hier oben ist, auch nach unten. Soll ich erstmal alles so in der Nähe da sammeln? So. Schiffe. Hat er genügend? Dann kannst du dich auch nach da begeben.
Euch brauche ich nicht. Und der Rest ist unterwegs. Sehr schön. Dann lasse ich mal laufen. Laufen lassen. Loyalisten. Okay. Apropos, der erinnert mich gerade an etwas. Na okay, schade. Er arbeitet für irgendjemand anderen. Tja, er wäre jetzt natürlich super. Aber naja. So, ich hoffe mal, die haben es hier gleich alles geschafft, runter zu kraucheln. Den Rest kann ich hier auch mit Schiffen abholen. Denn Schiffe sind um einige schneller. Man sollte ja auch nicht so lazy sein. Okay. Ja, die werde ich da gleich noch umhauen, bevor ich mich auf den Weg mache. Was ist er denn hier für einer? Achso, er. Ja, stimmt. Den habe ich jetzt ganz vergessen, aber ja, wenn er sich da mit denen gerade anlegt, dann mische ich mich doch gerne damit ein. So, schnell weg, bevor ich zu viele Truppen wegschmelze. So, du stehst da. Stehst ja auch. Stehst noch nicht hier. Sehr gut. Alt umranden. Die Schiffe reichen nicht. Es fehlen noch 10. Ungefähr. Ja, das sollte 100 fehlen, 100 Schiffe. Das sieht schon besser aus. Alles klar, das hier läuft ja auf Hochtouren, denke ich mal. Jupp. Gut, dann packen wir den mal ein. Erster Zwischenstopp ist hier oben. Zack, das hat sich erledigt. Dann fahre ich nochmal runter. Autsch, autsch, autsch. Ich sollte die Truppen vielleicht aufteilen, damit sie sich nicht komplett verheizen. Kannst du nicht zurück aufs Schiff? Doch. Und du doch auch. Gut, dann würde ich mal sagen, docke ich hier an. Okay, ich kann oben rumfahren. Ich kann hier mitten reinfahren. Und dann beginne ich einfach mal hier oben. Ich kann auch hier schon landen. Wie groß ist denn hier jetzt die Gegenwehr eigentlich? Das sind ja nicht so viele. Ja, der läuft da noch irgendwie rum. Soll da rumlaufen. Anfasst, euer Verwandter. Naja. Ja, ich teile die mal auf. Wie hoch ist die Versorgungsrate hier? 28k, okay.
Das heißt, es sind so knapp 1000 zu viel. Aber so sollte es ja dann passen. Ich kann die hier nochmal aufteilen. Vielleicht geht das hier dann auch nochmal schneller. Ich warte jetzt nicht, dass er da irgendwie mit mehr als 8000 Truppen oder so auf mich zukommt. Auch hier nochmal Stopp. Die sind gewachsen. Da ist also mein... Ja, mein Elite Core. Das ist hier schon durch. Ich warte immer noch. Die haben sich anscheinend wirklich alle abgespalten. Ja, dann kannst du da noch hingehen. Oder hier am besten. Geh runter, dann nimmt er das andere. Du kannst hier hingehen. Oh, oh, da kommt er schon. 14. Juni. Also hier. Das ist seine Armee. Alles klar. Dann mal auf. 7. Juli. Das ist 20.000 gegen 10.000. Das sollte wohl was werden. Ja. Gut. Er läuft noch mit einer 8.000er Truppe herum. Wir sollten am besten beieinander bleiben. Er kommt von der Richtung. Das heißt, ich schicke euch mal nach da. Und den 5000er Trupp schicke ich mit. So. Unten ist ja auch gleich Kiew. Ich kann das ja auch mal so Harakiri-mäßig machen. Die werden sich ja eh nicht. Dann gehst du auch am besten nach da unten. Das ist nicht so gut. Gold sollte schon noch fließen. Ja, Kiew ist ziemlich stark. Auch wenn es so eine so ein kleines Dörfchen eigentlich nur ist. So, er läuft da mit seiner Armee herum. Aber das ist nicht er. Oder doch, gehören die zu ihm. So halb irgendwie. Naja, wenn die das hier... Okay, die brauchen noch eine Weile. Der ist ja auf jeden Fall gleich durch. Man sollte jetzt am besten ihn hier verfolgen. Am besten bei so einem Geller abfangen. Das sieht ja ganz gut aus. Läuft alles. Sehr schön. Du kannst mal nach da gehen. Die Kirche wird auch recht schnell fallen. Was sind denn noch so Schlüsselländereien? Das kann ich ja hier theoretisch nachschauen. Oder auch nicht, das hätte ich mir am Anfang merken sollen.
Ja, wie auch immer. Ja. 42%. Jetzt könnt ihr euch mal hier aufteilen. Er kommt jetzt auch runter. Vielleicht solltet ihr ihn abfangen, damit er sich nicht so zusammenschlicht mit irgendwen. Nö. Nö, lasst sie mal laufen. Das ist ja irgendwie jemand, gegen den er hier Krieg führt. Und nicht wirklich was mit uns zu tun hat. So sieht es nämlich aus. Was für ein Großhäuptling. Anspruch auf Litauen. Interessant. Der hier möchte ihm irgendwie Litauen abkauen. Und ich würde halt... Wow, 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 wow. Wo kommst du denn her? Und am besten noch mit irgendeiner Reiterei oder was? Das ist natürlich nicht so geil. Vielleicht kriege ich es abgewendet. Yep, ich krieg's abgewendet. Dann können wir weitermachen. Ja, um die hier mache ich mir ein bisschen Sorgen. Die sind ein bisschen weit ab. Meinetwegen. Das war ziemlich teuer, aber... Ja. Ja, ich bin enttäuscht. Ja, lass den Kram einfach mal sein. Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht. Aber anscheinend hat er es doch noch irgendwie geschafft, seinen letzten 4% zu machen. Und klar ist das mega tragisch für mich. So, habe ich irgendwie... Die sind nicht wirklich relevant. Ich könnte hier nämlich einfach so sagen, mein Gott, ich verliere zwar massenhaft Truppen. Aber ich habe hier nochmal die Jungs. Und die übernehmen das hier jetzt. Irgendwie so aus halbwegs Rache oder so. Damit ich doch noch irgendwie was bekomme. Aus Gnatz, aus was auch immer. Als Entschädigung. Für all den Aufwand. So, unterstütze ich irgendwer? Ja klar. Muss ja, ne? So, zack. Aber es sind hier Einzelne. Ja, das wird recht schnell gehen. Ich sollte nicht ihn zuerst machen, sondern erstmal die. Okay, das bringt auch nicht sehr viel. Hat er sich gerade seine Unabhängigkeit geholt, oder wie? Wollt ihr mich jetzt eigentlich alle irgendwie verjuckeln? Ist ja unfassbar hier. Du gegen mich. Jetzt und hier. Meine Güte. Kann doch nicht angehen. Ich sollte mal hier die Schiffe noch teilweise wegpacken. Ja gut, ich muss mich denn hier wohl so durchschlagen. Richtig mies. Ich fand das richtig mies, dass Lissandro einfach einen Krieg verliert. Gegen den Falschen. Und das zulasten meines Krieges ging.
Sind sie da irgendwie gerade mit fast null Moral auf mich zugelaufen? Naja, ich weiß es nicht. Die werden mit einer großen Armee wiederkommen. Ja, vielleicht habe ich das denn hier schon erobert. Nö. Wäre es so klug, hier jetzt Vollgas zu geben? Ja, wäre klug. Dann mache ich das hier auch nochmal. 23, 17, 16, 15. Bis vor die da sind. 10, 9, 8. So, zack. Dann ist das Ding nämlich schon so gut wie durch. Eigentlich besitzt hier alles. Dürfte das ausreichen. So, er versucht jetzt hier wirklich runterzukommen. Sprich, ich sollte mich beeilen und mich einfach ins Bildchen begeben. Und zuschauen, was er tut. Ob er das wirklich noch schaffen kann. Dann muss ich ja irgendwie ein Gebiet wiederholen. Er hat es einfach zerschlagen, okay. Ach ja, so viel zum Plan. Auch einfach noch mal ein paar mehr Truppen. Hier sind ja direkt ein paar Könige unterwegs. Zack, zack. Du hüpfst an Bord, du hüpfst an Bord. Du hüpfst auch ins Bötchen. Und du hüpfst auch ins Bötchen. Reicht das? Das dürfte reichen. Zack. Eben abwarten. Ja. Na dann. Gehen wir erstmal nach hier. Und jetzt das wieder. Okay, das reicht auch so. Das ist schon zu weit geschwächt. Und dann haue ich ihn um. Speichern. Immer diese speichern. So, okay. Und zack. Wie schnell ist er weg? 17. Februar. Da kommen wir schnell hinterher. Dann entscheiden wir das jetzt hier im Kampf. Hier und jetzt. Es hat 0 Punkte gegeben, der Kampf, weil ich am Limit bin anscheinend. Jep, mehr als 75% geht nicht. Hätte ich vorher wissen sollen. Dann hole ich mir jetzt noch die Länder rein. Und muss sie beschützen. Für ein paar Tage. '95. '96. Ist schon eigenartig, dass ich ihn hier nicht dazu zwingen kann, aufzugeben. Endlich. Sehr schön. Dann können wir die Boot hier mal anankern lassen. Den können wir wegschicken. Meine Domäne ist natürlich wieder zu groß. Ne, so will ich es nicht machen. Ich möchte es so machen. Ja. Dann habe ich jetzt doch schon mal eigentlich einen ganz guten Stützpunkt errichtet.
um den Krieg gegen Litauen nochmal anzuzetteln. Wupp, wupp, wupp. Ich kann doch hier bestimmt über die Jura das hier übernehmen. Zematia, Samogitia in meiner Sprache. Und das kann ich dann irgendjemanden, vielleicht am besten irgendwie noch ein Enkel, ihm hier aufdrücken. Warum nicht? So, dann bin ich das auch wieder losgeworden und ja, eigentlich soll die Reise immer noch weiter Richtung Kiew gehen. Heiliger Krieg um Litauen. Ich kann keinen großen Heiligen Krieg mehr ausrufen. Wie sieht das denn hier unten wirklich mit Kiew aus? Polotsk, Livland, Litauen. Das ist jetzt wirklich noch das, wo ich angrenze. Koronia und Schut. Ja, Heiliger Krieg um Estland. Was ist das hier? Das ist Koronia. Ja, ich könnte mir auch Koronia holen. Wobei das hier vielleicht interessanter ist, weil ich dann hier mich ausdehnen könnte. Ja, an und für sich würde ich ja gerne weiter nach hier unten kommen. Schut ist noch weiter oben. Das wäre dann wirklich Litauen. Livland. Die Sache ist ja Litauen. Er ist ja hier König von Litauen. Wenn ich ihn Litauen nehme, kann ich dann das Königreich von Litauen nehmen? Nicht vor 23. August 1173 anmerken, das dauert also noch. Apropos Wartezeiten. Wir können hier schon mal den nächsten Schritt machen. Auch sehr schön. Und hast du mit irgendjemandem in Verbindung? Nö, hat er nicht. Dann würde ich sagen Litauen. Ja. Vilnius ist auch sehr interessant. Das sehe ich jetzt erst. Vilnius ist auch ein recht schönes Herrscherzentrum. Ja gut, dann auf. Die Lehnstruppen. Ja, ich habe jetzt zwar nicht mehr so viele, aber immer noch ausreichend. Ja, die können sich einfach erstmal ganz chillig versammeln, würde ich sagen. Auch wenn es länger dauert. Die Elite-Soldaten werden da das schon mal so lange aufhalten. Ja, sie breiten sich echt gut aus auf der britannischen Insel. Hier unten müsste ich noch irgendwie einen König einsetzen, der dann auch in die Richtung weiterarbeitet. So, treten die irgendwie hier dem Krieg bei? Das sind nur... Das ist nichts Großes, wie ich das gesehen habe. Das ist schon was Großes. Ich will eben zurückgehen. Autsch. Komm schon, überlebt den Skirmish-Angriff. Dann werden die einfach nur noch geschnetzelt. Jawohl. Ah, sehr schön. Elite-Truppen. Einfach nur Elite-Truppen. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Apropos Elite-Truppen, die sollte ich auch mal wieder wachsen lassen. Ihr könnt dann direkt nach hier oben gehen. Oh, da steht ja 6000 Truppen bereit. Oh, das reicht mal wieder nicht an Schiffen. Aber okay, 163. Zack. Euch nehme ich noch mit. So, nochmal ein 6000er Schwung.
Die werde ich mal rüber karren. Schwuppsiwupps, kann die gleich unterstützen. Auch wenn ich nicht ziemlich sicher bin, dass die das schaffen werden. Jawohl. Ich hätte nochmal 11.000 Truppen rumlaufen. Da muss ich aufpassen. Am besten da hingehen. Ich glaube, hier waren noch eine Menge Schiffe. Ja, das reicht. Sollte zumindest reichen. So. Hier müsste ich von ihm Schiffe abzapfen wahrscheinlich. Jawohl. Alles klar, ihr könnt auch rauflaufen, ist mir egal. Wir vereinen die Schiffe mal. Das ist doch schon mal eine richtig schöne Brecherarmee. Die will ich erstmal nur hier hinstellen. So, bevor ihr euch da mit denen schon mal auf irgendwas einlasst, verschwindet ihr da nochmal. Wir warten erstmal auf die hier. So, und jetzt könnt ihr euch wieder reinbegeben. Gut, jetzt will er es haben, dann kriegt er es jetzt auch. Es wird ein richtig heftiges Gemetzel auf jeden Fall. Aber es fällt zu meinen Gunsten aus. Ja, sehr schön. Ich sollte die verfolgen. Ich meine, ich kann denen mal beitreten und so, aber nein, ich will es nicht. So, ich würde euch hier halt ganz eins überziehen. Dann ist der Krieg wahrscheinlich nämlich schon gleich gelaufen. Oh, das war auch nochmal eine heftige Schlacht. Eine Menge Gefangene gemacht, sehr schön. So. Schwuppsdiwupps, auch das eingenommen. Und dann noch Vilnius. Jetzt sind wir schon bei 92% und eigentlich dürfte ich alle Liegenschaften haben. Nee. Etwas habe ich noch übersehen. Die Truppen schmelzen. Aber ich kann ja hier das eine oder andere noch erobern von mir aus. Dann holte ich den Scheiß einfach zurück. Was soll denn das? So, ich werde euch mal aufspalten. Ihr seid schon eigentlich aufgespalten. Ja, fühlt euch mal zusammen und spaltet euch nochmal in eine bessere Gruppe. Das ist ja auch witzig. Okay, immer getrennte Wege. Ah ja, die Katze und ihre Beerdigung. Ja. Ich tu's einfach mal. Scheiß drauf. Ich hab's der Katze versprochen. Also tu ich's auch. Stopp das hier mal einfach dafür. Was man einer Katze verspricht. Timer sind da rein. Welche denn? Ja, mir Latte. Ja, ein paar Ländereien für die Beerdigung einer Katze. Kann man machen, finde ich. Kann man auf jeden Fall machen. Man braucht ja irgendwie einfach immer ins Spleen. Und ich bin ja auch der Katzenfürst. Der verrückte Katzenfürst, tut mir leid. Da war es ja meine Pflicht, meine Katze gebührend zu beerdigen. So.
Das ist doch schon mal wieder ganz gut gelaufen. Was mache ich jetzt mit denen da? Ich würde mir das ja gerne holen. Dürfte ich denn? Ich dürfte. Tatsächlich dürfte ich. Ich wüsste nicht warum, aber ich dürfte. Das heißt, ich müsste die hier einfach mal gerade sinnlos auf Belagerung schalten. Plündern meine ich. Und sie hier nach unten schicken. Um denjenigen, wer auch immer das ist, beizustehen. Okay, vielleicht sollte ich das hier plündern. Er ist doch jener welcher hier, überall. Warum gewährt er mir nicht diese Feindschaft? Ah. So, ich möchte mich nicht, dass du das hier von deinem Basalen eroberst, weil ich damit ganz einfach Pläne habe. So, zack, zack. Krieg erklären. Der Jura-Anspruch auf... auf das, ah. Ah, ja, aber ich möchte trotzdem, dass er unabhängig wird. Kann nicht schaden. Okay. Ja gut, ich schicke mal noch die Flotte weg. Zack. Ja, ich würde sagen, wir haben die Katze anständig beerdigt. Das war's auch mal wieder mit dieser Folge. Wir haben uns Kiew angenähert. Wie ich jetzt mit Vilnius umgehen werde, wie ich das Ganze in eine Burg umwandeln werde, werden wir ganz einfach beim nächsten Mal sehen. Also, bis dann, wenn es wieder heißt... Crusader Kings 2 mit dem Schaf.